Wieder euer Uwe, und zwar konntet ihr unschwer erkennen, wo ich bin. Ihr habt ja in den Einspielern so ein bisschen gesehen, das ist der Ballermann auf Mallorca, anhand vom Megapark, Bierkönig etc. Aber ihr habt auch gesehen, das Ding ist menschenleer und komplett geschlossen, und die Straßen sind leer, nur wenige Leute laufen spazieren. Ich bin jetzt hier an der Playa de Palma, und wenn ihr mal so schaut, ich drehe jetzt mal so die Kamera so ein bisschen am Strand entlang, leer. Gehe ich nochmal in die andere Richtung. Leer. Ja, oben an der Strandpromenade laufen einige Leute, die machen Fahrradfahren, Jogging, was auch immer. Das sind aber Leute, die hier leben. Und ja, die bewegen sich halt ein bisschen. Ist generelle Maskenpflicht. Du musst also, wenn du rausgehst, musst du Maske tragen. Und ja, ansonsten ist leer. Ich lebe ja selbst auch gerade hier in El Arenal, noch bis Januar, dann muss ich schauen. Also wir haben das Apartment gemietet bis Januar, und dann müssen wir gucken, was wir bis dahin dann organisieren und machen. Denn ich kann mir also vorstellen, wenn hier Leben ist, wenn hier Jubel, Drubel, Heiterkeit ist, dann möchte ich also nicht unbedingt hier wohnen, denn hier geht es dann 24 Stunden rund. Also das, was ihr eben gesehen habt, diese ganzen Kneipen und so weiter, sind dann bestimmt voll. So, was ist passiert die letzten Tage? Ich bin ja am 22., also am Sonntag, den 22. November hier eingeflogen, und gerade noch einen Tag vor dem 23., denn am 23. gab es Einreisebestimmungsveränderungen, und die sahen so aus, dass jeder, der dann ab dem 23. einreist, hier einen PCR-Test vorlegen muss, der nicht älter ist wie 72 Stunden. Und das ist natürlich sehr schwierig zu machen, gerade in Deutschland, wo offiziell die Labore überlastet sind. Und der muss auch noch in Spanisch sein oder in Englisch, muss die Reisepassnummer tragen und, und. Also nicht so wie der normale PCR-Test, den man dann sonst immer gemacht hat an den Flughäfen, sondern der ist ein bisschen spezieller. Und das ist natürlich sehr schwierig. Und dementsprechend war natürlich auch am Sonntag um 6.15 Uhr morgens von Düsseldorf die Eurowings proppe voll. Da sind also alle geflogen, die vermutlich hier irgendeiner Form Eigentum haben auf Mallorca, und ja, so sah der Flieger aus, also nichts mit Mittelplatz frei und so weiter, also das war alles rappeldappel voll. Aber gut, ansonsten ging hier der Ablauf normal durch, also mit dem QR-Code bin ich dann ganz normal durch die Kontrollen gegangen, und relativ flott hatte ich dann mein Auto. Ich habe Fiat 500 geordert, weil das ist natürlich das günstigste für die 14 Tage für 80 Euro, aber ich hatte ein Upgrade und habe jetzt so einen schönen kleinen Audi, also auch ganz lieb. Ja, also da hatte ich dann ein bisschen Freude. Die Freude ist dann weniger da, wenn du dann hier jeden Tag irgendwo einen Parkplatz suchen musst. Denn komischerweise, Parkplätze sind hier absolute Mangelware, auch in El Arenal. So. Was ist sonst passiert? Sonst hat Alex ein bisschen gearbeitet. Der hat also geguckt mit dem Container. Der Container wird kommen nach Mallorca Ende des Monats, und Alex hat also hier in der Ecke El Arenal hat er ein paar Storage-Gebäude, Storage-Garagen aufgetrieben, etwas kleinere, aber dann mieten wir halt zwei oder drei, und er kann das dann auch gut unterteilen mit seinen Klamotten, die will er dann auch zum Großteil verkaufen, keine Ahnung, schauen wir mal, ob das funktioniert. Er hat ja alles auch eingepackt, vom Sofa über weiß der Teufel was, und da müssen wir mal gucken, was er da verkaufen kann. Ansonsten lagern wir da die Tauchklamotten erstmal ein Ende Monat, und dann sehen wir weiter. Also der Storage ist schon extrem billiger, also wir bezahlen pro Storage 50 Euro im Monat,
Und das ist natürlich ein wahnsinnig guter Preis. Im Gegenteil, in El Alicante, Alicante bezahlen wir über 200. Und von daher macht es also schon Sinn, die Klamotten hierher zu haben, hierher zu bekommen. Und dann haben wir sie erstmal hier. Das ist schon mal viel wert. So. Also das wird geregelt. Bis Ende Monat wird der Container hier sein. Und dann haben wir erstmal alle Sachen hier vor Ort, die wir losgeschickt haben. Da wollen wir mal gucken, ob noch alles dabei ist, was wir geschickt haben. Aber ich denke schon. Ja, was ist sonst noch gewesen? Wir waren natürlich hier viel unterwegs die letzten Tage bei unserem Anwalt. Wir haben also Firmengründung jetzt vorgenommen. Die wird ab dem 1.12. wird die aktiviert, weil ansonsten hätten wir für den November noch steuerlich irgendwas zahlen müssen. Aber das sparen wir uns. Es wird also ab dem 1.12. wird dann die Firma aktiviert sein. Das ist eine Firma Autonomo, nennt sich das hier. Und da geht es eigentlich darum, dass du aktiv werden kannst, ja, dass du was tun kannst und bist auch sozial versichert. Und das Geile ist ja hier, wir haben ja jetzt auch dann noch uns eintragen lassen müssen oder registrieren lassen müssen bei der Regierung hier, dass wir die sind, die wir sind. Denn wenn du das gemacht hast, kriegst du ein Zertifikat und dann kannst du alles, was anliegt, egal vom Strafzettel bis über Anträge bei der Regierung, über alles, was es gibt, kannst du online machen. Und das, ich weiß, es gibt da natürlich Gegner für, die sagen, ah, jetzt seid ihr gläsern, jetzt können alle gucken, was du machst, was du tust. Ja, aber ich sage euch eins, es ist also auch nicht einfach hier in Mallorca gewisse Dinge zu tun, wenn du das nicht hast. Denn du musst dann Termine ausmachen, du musst also bei den Behörden, musst du Termine per Internet vorher abklären und dann gehst du hin, dann hast du Menschenschlangen vor dir stehen, trotz der Termine, und das ist dann schon sehr lästig. Also da hat unser Anwalt dann schon was Gutes getan, hat gesagt, okay, lasst euch da eintragen, dann können wir alles, was es möglich ist, online machen und ihr habt also weniger zu laufen und zu warten und zu tun. Das haben wir also gestern gemacht, das ging relativ gut und jetzt ab dem 1.12. ist alles dann soweit eingepackt, so unter dem Motto mit Sozialversicherung und Bankkonto eröffnet, musst du ja auch machen. Ohne das geht es überhaupt nicht hier. Das ist also auch nicht so einfach. Ich hätte also gedacht, da gehst du auf die Bank, machst ein Konto auf. Ja, von wegen. Also wenn du da jetzt nicht unbedingt hier schon aktiv bist mit Firmengründung und NIE-Nummer und allem drum und dran, kannst du das mal knicken mit der Kontoeröffnung. Also das ist sehr kompliziert. Das wird also dann einfacher in den Internetforen geschrieben, wie es in Wirklichkeit ist. Also du hast doch nicht alle Banken, die das mit sich machen lassen. Und da musst du erstmal die finden, die das mit dir macht, wenn du noch nicht alles im Grunde genommen hast. Und die wollen natürlich auch wissen, ganz wichtig, wie du dein Geld verdienst. Und das ist natürlich das Schwierigste, wenn du jetzt hier gerade in der Krise steckst und hast eigentlich null Einkommen. Und wenn du da keinen Nachweis bringst, dann machen viele Banken machen erst gar kein Konto mit dir. Das ist also schon mal interessant auch zu wissen. Also wir haben auch viel, viel gelernt natürlich hier. Ne? So. Ja, so ist das erstmal. Das heißt also, wir haben Ende des Monats unsere Klamotten dann auch. Und dann wollen wir mal schauen, was alles dann noch da ist. Aber ich denke mir schon, da wird also dann schon alles noch im Container sein oder im Lagerraum sein, was wir eingepackt haben. Da haben wir ja große Listen. Bei mir sieht es so aus, ich muss also schauen, wie das hier läuft mit Container und so weiter. Dann denke ich mir, geht es Anfang Dezember, also so 4. bis 11. irgendwo in dem Dreh wieder zurück nach Deutschland, dann nach Hamburg. Da habe ich ja einige Termine, habt ihr in meinem letzten Video schon gesehen. Und dann muss natürlich Weihnachten sein mit der Familie, ist ganz klar. Und dann müssen wir mal schauen, wie das aussieht, dann wieder hierher zurückzukommen. Denn mit diesem PCR-Test wird das nicht so ganz so einfach werden. Müssen wir mal gucken. Aber ansonsten, okay, es geht Schritt für Schritt voran. Nicht so schnell, wie ich mir das dachte. Aber wir werden das schon machen, wir werden das schon durchhalten. Und ja, hoffen wir, dass relativ schnell wieder in irgendeiner Form gewisse Lockerungen kommen, denn das, was ihr da oben seht, das ist schon traurig anzugucken, wenn man diese menschenleeren Promenaden sieht, die menschenleeren Strände, das ist schon traurig. So. Jetzt geht es relativ schnell nach Hause, denn wenn ich mich rumdrehe,
seht ihr nämlich auch schon die dunklen Wolken da oben. Denn fürs Wochenende ist starker Regen und Sturm angesagt. Also es wird also am Wochenende nicht gemütlich hier auf Mallorca. Aber nichtsdestotrotz immer noch 18, 19 Grad. Also kurze Hosen habe ich jetzt gerade heute nicht an, aber sehr angenehme Temperaturen, also keine dicke Winterjacke. Und ja, nachts geht es auch noch 13, 14 Grad. Also angenehm. Also ich kann mich also absolut nicht beschweren. Besser wie in Deutschland von den Temperaturen her. Alles klar, ihr Lieben, das war's wieder mal für heute mit einem kurzen Update. Und ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Tschüss aus Mallorca, euer Uwe. Ciao.